Move von Freddy mit dem Läufer habe ich halt schon 1000 Mal gesehen und deswegen weiß ich, dass er da nicht hinsetzen darf. Ich dachte, dass ich wunder, was ich da für eine schöne Läuferposition habe in der Ecke. Ich dachte, die Diagonale dicht mache und dann einen König. Ich dachte letztlich, ich habe gewonnen nach der Rochade, aber dann hast du das scheiß Pferd auch gehabt. Adrian, was war mein Bann? Waren wir Sona bannen? Sona? Ist er OTP? Er ist nicht OTP, aber der spielt sehr viel davon aktuell. Ich habe keinen Marina mit Sona zu bannen. Also, wenn ihr sonst nichts habt. Ansonsten Renekton. Hä, aber der ist doch. Wait, Sona ist nur sein third most played. Ja, ja, bei seiner Match History hat er ganz viel. Also, er spielt aktuell fast nur noch Sona. Du bist der Boss. Also, ich hab nichts Besseres zu gönnen. Nee, dann hau weg. Ja. Sonst würde ich noch Renekton bannen und von mir aus noch Lulu, aber. Wie gesagt, also. Wenn ihr was Lulu seht, dann haut raus. Was haben wir denn? Er ist most played Milio, aber mit terrible Winrate. ADC ja. Ezreal, aber der hat nur ganz wenig Games, ne? Nein, wir könnten in der Theorie Siri bannen und Jinx first picken. Spielt der ADC ja. Siri? Siri ist echt nervig. Also wenn wir Jinx bekommen, so können wir Siri ruhig bannen. Was findest du besser? Brücke, Siri oder Jinx? Ich spiel Jinx. Haben die gerade Yumi gebannt? Theoretisch. LOL. Ich kann Siri nicht spielen. Okay. Ich habe ja auch lieber Jinx in meinem Team, tatsächlich. Damn. Der Champ ist completely overpowered. Was war der letzte Bann, Lulu? Ja, ich glaube, sonst haben wir nichts, oder? Oder wollt ihr den anderen ADC bannen? Siri? Oder wollt ihr Siri bannen? Was denkt ihr? Bann Siri von mir aus. Bann Siri, First Pick Jinx. Das ist jetzt der Plan. Ja, aber die können halt Jinx jetzt bannen einfach. Ja, ja. Egal, das checken wir. Aber dann ist auch wieder. Ich glaube, da bin ich auch wieder winning, honestly. Also, ich glaube einfach, dass ich dann. Ich einfach meine Champs und dann verlieren wir nicht viel. Okay. Kani Outband, jetzt kriegst du gleich einen Timeout. Nee, Yumi ist raus, ey. Ah, da machst du nix. Actually, D-Kane ist total geil. Ich klicke auf meinem Account, ist einfach plus 23, minus 16. Ich habe richtig Bock, wieder auf dem Main zu spielen. Ja, das geht aber bald weg, wenn du deine alte True Elo wieder hast. Links? Ja. Okay, let's go. Ich bin gestern, bin ich als AD Carry einfach abgestiegen nach Diamond und du kriegst ja jetzt minus 50 bei dem Motion, ne? Stimmt. Oh, ja. Das ist ein Paket. Ja, da haben wir jetzt Optionen, ne? Da kann man ja alles gegen spielen. Das AP Shiva noch spielen? Ja, okay. Muss aber nicht. Ja, kannst du aber. Ja, dann. Ja, du kannst. Aber du wirst die einzige AP-Quelle sein, ne? Muss auch nicht. Also können wir Jace flexen? Wir können Jace flexen. Boah, das wäre ultra geil, wenn wir nicht Support picken würden. Aber ich bin überlegen, weil Jarvan ist nicht schlecht gegen Jace. Aber du willst ja Pokémon machen, wahrscheinlich, deswegen, oder? Ja, genau, ja. Okay. Aber wir können theoretisch, kann ich auch Zed spielen. Genau. Da würde ich ungern jetzt halt blinden. Jace könnte ich halt blinden. Okay, das Jace. Wir können auch Ion flexen, wenn du willst. Naja, Jace okay. Also für Tierenkomp ist gut. Legit Jace ist in jedes Matchup mit der Playable, ne? Okay. Aber du musst den nicht spielen. Nur wenn dein Matchup oben gut ist, musst du ihn spielen. Jetzt holen wir so einen schönen Thresh raus gleich noch. Ich hab's mir nicht zu sagen trauen. Ich liebe dich, Argurin. Thresh ist perfekt hier. Also je nachdem, was er jetzt noch pickt, aber. Mhm. Gut, ich hab halt 2 Monate nicht gespielt, ne? Aber what could go wrong? Ja, W-Drücken schaffst du, glaube ich, auch. Ja. Right, Brücki? Ja, doch, wir picken ja Thresh. Wenn sie du machst jetzt schon Kani, volles Vertrauen. Dirty Ghoster. Oh mein Gott, ich hab vergessen, mir Getränke zu holen. Brücki, wie findest du eigentlich bei A bis Z Support zu spielen? Easy as fuck. Really? Ich krieg ja kompletten Arschherpes. Irgendwie. Die einzigen Support-Games, die mir Spaß machen, sind so Shaco-Support und Shen-Support und solche Sachen finde ich lustig. Aber wenn ich. Nee, ich finde, die sind low value, aber ich hab. Also die meisten Supporter, der Enemy-Supporter in Emerald. Ist einfach, der sabbert seine Tastatur voll. Das sind komplette Druler, das stimmt. Aber deine Teammates ja auch. Ich habe für Soraka unironisch 3 Tries gebraucht. Und, aber, also wenn dein Team halt nicht will, will's halt nicht. Ja, so. Das ist auf jeder, also ich will sagen, das ist auf jeder Rolle so, die Losers hast du auch immer. Aber Support ist so ein Ding, du kannst immer den Einfluss, also du kannst immer mehr Impact haben. Ja, true. Weil einfach die Gap so krass ist zwischen, like, ich finde Carry-Rollen, da gibt's auch mal jemanden dabei, der entweder auch smurft oder halt einfach ein gutes Spiel hat.
aber wird schon auf so sehr viel gesmurft in Emerald. Also das ist, da, ich hatte da teilweise 4, 5, 6 Smurfs in einer Lobby. Ja, da. Ja, ja. Ja. Das ist schon, das ist echt eine harte Elo. Aber auf Support smurft halt nie jemand. Das heißt, du hast immer, ja, das stimmt. Du gäbst diese Emerald-Spieler immer ultra hart. Also das war so meine Experience mit Botlane in general. Ja, nein, safe. Was wollen wir spielen? Wir sollten Peel-Champ spielen. Willst du Thresh spielen? Oder was wollt ihr? Ja, ich würde Thresh spielen. Was wollen wir dafür bannen? Ich glaube, Nautilus ist ein super guter Bann. Blitzcrank. Blitzcrank muss weg. Really? Ja, ja, das ist das härteste Matchup. Ja, ja, ja. Okay. Blitzcrank ist nicht so gut gegen unsere Grund, finde ich. Aber Nautilus ist fein. Trust. Okay. Vor allem mit Nautilus können wir auch Lane gewinnen, wenn er pickt. Okay. Aber ich glaube nicht, dass der Nautilus spielt, oder? Wenn er ein Sona-Spieler ist, no offense. Yep. Das heißt, legit perfekt. Wir chillen einfach und. Freddy, ich kann Jace spielen in Dallas. Ich auch, Flash, also nee. Ich spiele ihn einfach. Wenn du Jace spielen willst, dann spiele ich Gragas, weil wir brauchen Peel. Ja. Warum ist Jax nicht gut hier? Könnte ich Galio oder so mit spielen? Was mit Jax? Jax. Ist es Thresh, Kani? Ja. Ne? Jax, okay, aber. Wir könnten auch, also wenn du für Lane spielen willst, können wir auch Nautilus gehen. Nee, go Thresh. Ich hab Bock auf Thresh. Thresh ist gut. Wir outrangen. Ja. Wir brauchen nur Position. Position, Objective und 3-Win. Ja. Wir können Gragas nehmen oder wir können, also wir, Gragas ist gut, weil wir haben Pierre. Gragas sieht echt sexy aus, ja. Okay, let's go. Wie machen wir es mit Anti-Heal? Wie ist denn das auf dem Patch? Braucht man gegen Soraka? Wahrscheinlich ein, zwei Sachen schon, oder? Weil ich hab einen Ignite. Kann Shyvana Morello gehen? Nee. Aber ich glaube, in Poke ist es fast irrelevant, oder? Du hittest einmal Soraka, sie kann eh nicht mehr healen. Ja. Das ist nicht Poke, das ist eher so One-Shot. Ja, gut, auch dann kann sie nicht mehr healen. Also. Gwen ist super trash gegen unser Team kommen. Ja. Moin, komme vom No-Way-Chat und soll nachfragen, was mit Rakan beim A bis Z passiert ist. Ich wollte gerade fragen. Du bist so eine Arschgeige. Und wie lief Toplane eigentlich, Kani? Sag mal. Wie läuft ADC bei dir? Ah. Du alter Master. Ich glaube, ich bin über deinem Main-Account. Oh, hey, no. Steelcade, ich habe 2 Monate nicht gespielt. Sag mal, ich vertraust du auf das Herz der Karten, Kani? Warte, was meinst du? Ja. Also die 7 TF-Games habe ich schon gesehen. Oh mein Gott, TF war so ein Bruch. Ich habe so geintet. Ich habe so gegrieft. Ich hab nicht voll easy und overpowered. Das dachte ich mir auch, aber ich drück Ult und ich sehe immer nur einen Champion, denk mir, auf den ult ich jetzt drauf, aber ich blende irgendwie alle anderen Champions aus. So, ich hab so Suicide-Bomber ultet, you can't, also wirklich, ich wurde so weggeflammt von meinen Teammates. Ich hab so gegrieft mit TF. Ich hatte echt Spaß, aber ich hab einfach kein Game gewonnen. Aber ja. Es geht ich für den Content. Ich hab den for fun AP gespielt, so. Also AD-TF ist, glaube ich, 10-mal besser. Ich hab ihn auch full AP gespielt. Aber AP ist einfach irgendwie cooler, finde ich. Ich durfte ihn nicht AD spielen, meine Regel bei ABZ ist ja, ich spiele die Champions auf den Rollen, in denen sie Riot vorschlägt im Client. Kani macht Hard Mode tatsächlich. Und die schlagen TF nur auf Midlane vor. Und dann heißt Winrate Midlane ist Full AP. Du durftest auch Udyr zum Beispiel nicht top spielen. Genau. Ich habe Udyr immer noch nicht geschafft. Bei Udyr bin ich auch im dritten Try mittlerweile. Echt? Weil der Champion einfach kein Champion ist. So. Der sieht bei OTPs immer so stark aus. Und dann spielst du ihn selber, ist einfach gottlos nutzlos. Ja. Agreed. Boah, ich hab hier einfach Mochis im Glas bekommen gerade. Oh, lecker. Und Hunger. Definitely not Kuaku. Dankeschön für den Resub. Vielen Dank für die 2. Können Sie die unten invaden? Haben mich weggepressert. Mhm. Oh, ich hab hier ein Ward. Okay. Komm, wenn jemand XP will? Ja, der will zu kommen? Ja. Moment. Okay. Ich würde sagen, Botlane ist Lava, Early Game. Ja, wird schön einfach. Ja, für mich ist irgendwie alles Lava aktuell. Also für den Champion. Brauchst du hier ein Ward für den Late Invade oder so ein Käse? Oder nee, brauch gar nichts. Weil, wie gesagt, die sind unten durch, ne? Die könnten drin sein. Ich mach Upturn. Okay. Die könnten da auch sein, ne? Ja, aber also du musst aufpassen, dass du zur Botlane kommst. Ja, die werden schon nicht hier sein. Ja. Das gottgegebene Vertrauen. Argrin, was willst du machen allgemein? Einfach Grub Pathing. Minus 5. Okay.
Wenn wir den Level 2 Botlane ganken. Oh, das wäre actually gar nicht mal dumm von denen. Ja, aber ich würde hart pushen wollen hier, kann ich. Die sind actually wirklich late in Welt, ne? Und raus. Nimm. Okay. Die Wave ist leider nicht drin. Du kannst dich vielleicht über die Wand flashen. Wait, die Wave ist nicht drin? Scheiße. Wait, ich hab fucking missklickt am Anfang. Ich wollte eigentlich auch sofort flashen. Alles gut. Ich hätte früher sagen sollen, was ich möchte, Kani, und dann hättest du auch flashen können. Aber. Ja. Er ist geflasht, oder? Jetzt haben die Gegner einen Freeze. Ja, Jarvan ist geflasht. und ich hab fucking Laterne geskillt. Oh shit. Ich weiß, du hattest die Wave so schnell drin, ich war mir 100% sicher, dass das reicht. Ja, ich hatte fairerweise auch gedacht, es reicht, aber. Ich hätte aber früher callen können. Jetzt habe ich halt fucking Laterne Level 1. Pop hat kein Wort, seine Wave ist dumm. Sehr schlank geworden. Ich mach's wie Freddys Gegner, der ist scripted. Wir killen ihn, oder? Ich hab der Level 3? Er wird gleich Level 3. Das ist das geilste Gefühl ever, ne? Kriegst du Level 3? Ah, ich brauch 2 Minions. Hat der Shrouds? Der wird's gleich wieder haben, 8 Sekunden. Ich bin ein Level 3. Wenn du Level 3 bekommst, ist er tot. Ein Minion. Bin fein. Komm. Oh, die diven uns hier sogar. Also ich will, aber, Actually, solltest du Base gehen? Der hat kein Fleisch. Ja. Okay. Kein Shot. Ich kann jetzt da stehen und diven lassen, schön, aber ich kann auch gut basen, Full Life wiederkommen. Ich hab Pots. Oh, das tut es weh. Ich glaube, ich geh actually Base. Der Baguin? Ja, warum nimmt ihr nicht die Wave? In den Turm rein? Ja. Ja, du, also, ihr könnt nicht gesund werden. Nee, aber so früh. Mit der Wave. Kannst du das, war ein bisschen emotional gesprochen jetzt von Arguin, aber er hat schon recht. Also, ich glaube sogar, das covern wir auch nicht bad. Einiges besser auf jeden Fall. Das hier abzuchecken. Ja, mit das Missing? Ja, der war schon sehr viel früher drin. Ist ziemlich sicher TP'n. Boah, bin echt schlecht. Ich bin immer noch Level 2. Wait, er hat 0 Mana. Da bist du gewartet. Die Diff-Botlane, glaube ich, immer noch nicht aggressiv spielen. Er hat Cleanse raus. Er hat kein Mana. Also die können gerade nicht fighten. Ja, 2v2 halt nicht. Wow. Also ich glaube auch nicht, dass die 2v3 uns was tun, oder? Ich spiele Laterne. Schau, dass sie noch ein bisschen EP bekommen. Also solange du E hast, kann der Java nichts machen. Ja, ich habe keine E. Ich bin Level 2, SSZ. Aber... So, ja. Nach Ken bin ich 3. Finally. Der Base, bitte, back. Jarvan kann aber nicht immer noch unten sein, oder? Doch. Also warum nicht? Er hat seine Botzeit noch. Boah, ihr merkt, ein alte Soraka gibt ihm direkt im SW jetzt Mana? Hätten wir keinen Spaß. Hätten wir keinen Spaß, du. Ja, die alte Soraka hat auch keinen Q-Spell in dieser Lane. Dieser Starfall, das war so geil. Der Jarvan ist bei mir. Hä? Er hat schon Ich hier raus, können wir den fight? Moving. Hat der Flash, der Jarvan? Nein, der hat keinen Flash. Nein, kein Flash, kein IQ, kein Flash, kein IQ. Ja, ja. Akali ist Hardstack, ich move first. Okay. What the fuck, ich hab grad keine Cooldowns, aber wir können gleich fighten. Ja, das muss... Er hat cool verfehlt, er braucht noch ein Stack. Nicht geben. Wait, move die Soraka da hoch? Nice, mach. Ich hab gewartet von dir. Könnte schon sein, ja. Pass mal auf, Soraka könnte gleich mit dir kommen. Er ist nicht geflasht, ne, gerade? Okay, sie ist hier. Ich fange die nochmal an. Ich glaube, der Jarvan könnte nochmal in Time da sein. An dich covern, da muss ich auch tippen. Ja. Aber ich habe Zeit, ich habe Zeit. Reicht es hier? Ja, geh bei. Hast du ein Bot, kann ich? 50. Ja, dann ist er stattdessen Botlane. Careful, Bot. Ich spiele Press Detect Jinx. Das dachte ich mir vorhin schon, ja. What the fuck? Lol. Ich habe Laterne für dich. Na gut, ist eh stark. Ja, ich schau mal, also der hat den Rap-Off noch nicht gemacht. Wenn der Jarvan jetzt hier rankommt, lauf nach unten, damit er die Laterne nicht canceln kann. Ne? Ich leg dir die Laterne immer unten hin. Schön, wenn ihr Zeit habt, solltet ihr Dragon checken. Ihr habt Zeit. Jarvan ist oben. Du kannst easy einfach. Oh, Jarvan hier? Shit. Komm. Wait, ich chunk den. Hart. Nein, nix. No risk. Oh, da hätte ich gefallen. Ja, maybe. Wait, nicht. Oh, ich dachte, das Sion kommt, war auf uns bezogen. Nein, top. Hook auf 2. Komm, ist okay. Ja, warum kommst du denn ab? Beide Ultis. Du zählst du deinen Mana auf dich und damit müssen wir auch mal. Ich glaube, da war ein Flash von Jon, oder?
Das war mein Flash. Ich hab die Bomber-Kombo gespielt. So hast du nicht Flash-Ult auf mich? Not sure, actually. Als ob wir das verlieren. Mir wurde eine OP-Jinx versprochen. Als ob wir das verlieren! Nein, der Champ ist sehr OP. Ich glaube aber, vielleicht kann ich die killen. Ich krieg Level 6. Er ist ja kein Flash. Problem ist nur, wenn Jarvan da ist, dann ist es schwierig. Ich mein Glacial war auch noch auf Cooldown, aber trotzdem. Es wird kein E und kein Flash. Plan. Ich bin nicht Level 6 geworden, Alter. Ich glaube, du kannst ihn einfach überrennen. Nein, ja. Mano. Können wir hier Dragon machen auf der Unreset? Ja, ja. Mit Lethal gewinnt er das? Ja, das würden nur Hater sagen. Aber die Hater haben recht. Das ist aber gelogen, also. Oh, ich kann maybe Laterne mit dir noch? Nope, ja, das war Jace Flash. Aber Action. Wait, du lebst, Maschine. Oh. Jetzt hat Jace auch. Der Jon hat. Ich glaube, wir können ihn killen, by the way. Ich glaube, wir können ihn killen. Mhm. Bin der State ist er tot? Nope. Ist nicht State. Double Bot Missing. Ezreal hat nur Cleanse ab. Der Max keine Wards unten, ne? Nein. Wait, die geht Warmox first. Ich lass mich mal in Ruhe da unten. wir könnten mal Mitte killen. Der Jam wird dich ulten. Dann killen wir beide instantly. Laterne auf Cooldown 12 Sekunden. Ich kann Mitte mal havern. Soraka ist ich Level 6. Auch, ich habe auch. Topper ist fein. Mit Fighting. Ja, man facecheck mich. Oh. Soraka ist raus. Das ist nicht wahr. Soraka ist raus, ich komme. Soraka ult. Oh mein Gott. Okay. Oh, der Feuerball. Nice, schöner Feuerball. Wo ist Akali? Wo ist Akali? Die kommt von der Base. Was soll das? Kann ich nicht nehmen, ne? Kannst du die Wave irgendwie weghalten? Nee, ist gleich Tempo. Ist schon. Keiner too late, ich hab Botlane geschaut, ich muss runter. Passt. Okay. Ezreal hat Mitte geultet. Okay. Ah, die war actually hier. Ja, ja. Ja, wann spiked denn PTA Jinx? Gleichzeitig mit deinem Flash. Warum hast du PTA dabei? Weil ich getrollt hab, Frederik H. Der Internet Explorer User. Was ist dein Plan, Agrin? Was willst du machen? Ich will Base gehen und dann spielen wir Instant Grubs. Okay. Ich hab Kontrolle top. Also wenn ich Level 6 bin, würde ich es eigentlich nochmal versuchen, in die reinzuhalten. Vor allem, weil die jetzt Jarvan keine Soraka-Ult haben. Oh mein Gott, ich hab ein Base gecancelt. Okay. Ja, ich sehe jetzt, Okay. Ja, ich hab Pusher noch. Ich glaube, das ist free. Mhm. Ich krieg auf der Wave Level 6. Mhm. Er soll kein Flash. Der hat keine Ult. Der hat keine Ult. Der geht Topseite. Es kann sein, dass. What? Du eine Wave mithalten musst, Mary. Ja, ich guck mal hier, was sie gerade machen. Okay. Hat der Ult? Aber bitte, Brücki. Jetzt muss es möglich sein. Okay, nice. Strong. Kein Flash, aber Ult. Good job, Leute. Nice. Okay. Schön. Okay, so sauer gewesen. Jetzt muss es möglich sein. Rogue, also. Es tut mir ja leid. Ja, vielleicht ist er da dran, ne? Ich move aus Space. Okay. Der ist da dran. Das ist schon ein geiler Call-Off. Jetzt muss es. Eigentlich ich dachte, beim letzten Mal auch wir gewinnen. Laterne kommt aus Space. Akali's Faker. Oh, was? Oh! Close. Bin ich da. Ja, die ist da. Ich hab eh nach. Leon hat Ult, der hat Ult. Ja, kein Flash, glaube ich. Okay. Der hat Ult für sure. Oh, ich dachte, du läufst unten rum. My bad. Nice. Aber jetzt kommt die Soraka, ne? Ich glaube, die cleant euch. Ja, ich glaube auch. Laterne in 6 erst. Okay. Akali, nice. Not bad. Noch ein Hook, also? Zwei Sekunden. Der Kani clean. Das könnte spielen, glaube ich, ja. Ja, okay. Flash-Hook. Hammer nicht! Legging! Okay, good try. Laterne. Nice, so. Macher. Good job. Hab ich alles von dir gelernt. Was haben die kommen, Brücke. Ich glaube, wir können runterrennen. Pass auf, die Jinx macht keinen Schaden. Side-Holes? Aber Press-Attack ist zu stark, ne? Ah, halt's Maul, Agonin, please! Ist strong.
Also ich sag's, wenn Neon gestern Press Your Tech gespielt hätte, hätte er Scarlet Series gewonnen. Ah, da kommt jetzt aber, glaube ich, ein Jarvan hier an. Maybe. Ja, mein Support ist ja bestimmt bei mir. Jetzt muss es möglich sein, sag ich mal, ne? Jetzt muss es möglich sein. Ah, das ist nach oben gelaufen. Gubi, der voll ist dicke Shutdown jetzt, okay. Willst du Gubi oder Drake spielen, Argonin? Drake, oder? Erst, ne, Gubi, ne, Gubi, ne, Gubi, Gubi. Ach, das sind nur noch einer. Ja, den gibt uns den Spawn. Okay. Bin hinter dir gleich, Freddy. Hat der Akali gerade geholt? Kann sein, dass der Jace für mich gilt. Ne, ne, die hatte keinen Glück. Shit, dann ist vielleicht... Aber Akali hat keinen Shroud und sie ist half HP. Scheiße, Mann. Okay, ja, Akali kann da sein, 5 Sekunden. Ein Flash in der Mitte. Ich gehe wieder nach unten. Mhm. Obacht, Burschen. Aber mit dem Weak Side Jinx habe ich noch nicht so. Oh, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, hier, Luke. What? Das war ja crazy. Nice. Die Moven zu ihrem Drone, ne? Ja. Top hat keine EP. Ich glaube, wir machen einfach Dragon. Mhm. Oh, der ich werde engagiert. Ja, die haben Vision leider auf mich. Oh nein, das ist Akali, ich bin am Trinken. Der hat Ult, der hat Ult. Komme. Ich glaube, der Dragon ist gar nicht mehr unser, ne? Das ist nicht unser. Na gut. Ey, hier müsste man, ich habe mit 10 Sekunden Spear für den Busch. Jetzt muss es möglich sein, Algorin. Hör auf mich zu memen. Mit deinem Scheiß. Ich nicht, schon. Ihr könnt Bot pushen, während die Dragon machen. Ja, actually glaube ich auch. Wird ein, mit ich Lampen, kann dir Laterne ja. geben. Ich nehme auch gerade Plattentop. Das ist so low, ne? Die droppen Top, Alter, die droppen Top. Halt Top ist so fein. Wer teurer Dragon? Ich bin jetzt auch hinter euch, ihr könnt weitermachen. Auf der Wave. Ich komme in 10, habe ich aber erst Dingens. Ja, kannst du spielen? Wir droppen Top. Press your tech! Let's go! Nice. Der Ezreal hat keine E, Ezreal keine E. Was ist mit der Soraka Flash? Die hat auch keine E. Achso. Die hat auch keine E. Warum geht die nicht mehr top? Was ist das für eine Scheiße? Eine gute Frage. Ich hab hier noch ein bisschen Feuer, ne? Der Ezreal hat Sums, der hat beides. Der hat beides. Alter, was für ein Sniper-Gott bist du denn eigentlich, Birky? Ich hab Strip dann gemacht, damit so peinlich ist, Olegin. War Jinx nicht unser legit bester Competitive AD Carry? Ja. Als wir Jinx gemacht haben. Ja. Ich helfe Mitte. Jon, kein Flash. Nice, Mitte braucht keine Hilfe, Weilmacher. Ich will sagen, glaube ich, Reset. Ich brauch Hilfe. Ja, ich glaube, das sollten wir aber eigentlich gar nicht spielen. Oh, leck. Hab ich. Ein Flash. Das ist ein Tilter für den. Wollen wir Herald spielen? Toplane Porten Base? Ja, instant. Okay, let's go. Wer will man als WoW haben? Man spielt aktuell zwei Endspiel-Items, oder nicht? Oder? Ja. Du hast Static Shift Kraken gespielt und jetzt spielst du Kraken, Infinity, Hurricane oder Phantom Dancer. Oder okay. Rapfire. Okay. Je nach komm. Ich gebe Bot runter und cover den Dive, oder? Weil die wollen anscheinend einfach Bot Tower crossmappen. Ja. Mhm. Ich hab TP. Beide TP sind auch Toplane. Die haben. Beide Botlaner sollten Flash haben. Also wir müssen da vorsichtig sein. Mhm. Wait, das ist ja Freddy. Wo war der Jarvan? Der war hier, ne? Lol, ich hab die Jaces verwechselt. Der hat aber keine Ult, das ist sehr useless. Vielleicht gängt der dich oben. Der Jarvan? Wir wissen gerade nicht, wo Jon ist. Ja, lass mit pushen. Bot, enter Bot. Okay. Das ist treu für mich. Okay, ich ende jetzt mal River. Ihr könnt mir ja helfen, ne? Wenn irgendwas ist. Die nächste Wave, glaube ich, kannst du auch annehmen und dann gehen wir runter. Alter, Soraka ist broken. Ja, die Wave crasht zumindest. Ist fein. Kann du pushst wirklich nicht, rotiert. Akali hat keine Ult. Ich hab DP in 20. Akali hat keine Ult. Oh mein Gott! Echt gut? Den Harry nie wieder so stellen. Doch, echt gut, Conan. Warte mal. Dankeschön. Darwin ist Topside. Ja, aber ich bin hier. Wir können Bot rotieren, ne? Gleich danach. Mhm.
Ich hab auch DP in 10. Aber Karl hat kein Ult, die ist relativ useless. Ich mit den Schanker vielleicht raus oder noch? Spielen wir danach noch eine Runde oder ist das schon die letzte? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es hieß bis 17 Uhr geht's, aber dann wird schon noch eins kommen, oder? Dann ist ja mindestens noch ein, wenn nicht zwei. Ich glaub, ja, ich glaube auch. Ich stehe zwei. Aber man muss auch sagen, dass wir in der Runde 2 eingestiegen sind. Ich glaube, manche. Ich hoffe, natürlich. Wir sollten rausgehen eigentlich. Ich tippe. Ah, heil mich, Brücke! Easy, ne? Lantern in 3, Lantern in 3, Lantern in 3. Ich so tanky. Okay. Lantern. Die hab ich nicht gesehen, Kani. Das muss auch mal reichen. Das muss auch mal möglich sein jetzt. Scheiße. Arschkopf. Die Vision. Wär ich doch nur jünger. Wollt ihr Drake spielen? Ich bin Vexatorius. Oh mein Gott! Nee. Die hassen uns! Hilfe! Ich bin Vexatorius. Keine, spiel sie aus! Triple! Ja! Good try. Pop and weave! Pop and weave! Oh mein Gott! Okay, ihr habt es. Junge, dieser Shyvana-Damage, es ist... Nach all den Jahren mit Argo den Spielmann ist immer noch über Shyvana-Damage überrascht. Oh. Sieht auch bei dir sieht das besser aus als bei jedem anderen Spieler, ja, ob ihr wisst. Das ist so krank. Ich hab das selber mal probiert. Es bockt so auch rein. Im A bis Z haben wir ja auch wahrscheinlich alle AP Shyvana gespielt. Das ist schon, wenn man damit snowballt, ist einer der geilsten Champs. Ja, aber du hast so viele Games, wo du einfach fucking useless bist. Ich war noch bei Shyvana. Habe ich Shyvana schon gespielt? Du bist bei U. Ich hoffe, dass du Shyvana schon gespielt hast. Wait, was habe ich mit Shyvana gemacht? Doch, ich habe sie gespielt. Ja, ich glaube, in Emerald geht's einfach komplett hardcore drüber. Fährst du drüber, du farmst ja nur. Ja. Die ist ein Jarvan irgendwo bei mir. Du kannst, by the way, mit Thresh E Akali interrupten. Du kriegst ja den fettesten Timeout deines Lebens, Bro. Das ist ja so bodenlos. Nein! Jarvan ist hier. Das ist Brücke. Okay. Akali, die schon 7-3 steht mit einem Shutdown von 1000 Gold, ist nicht schlimm, oder? Nö, das ist okay, perfekt. Aber die ist mega squishy mit dem Bite-Bild. Wir könnten Drake gehen, ne? Vielleicht können wir die Lane Argorin push top durch? Ich werde top pushen, ja. Ich helfe euch hier. Nur die Lane. Das sind ja nur 3. Ne, das sind ja nur 3. Wir killen die, oder nicht? Ich bin auch gleich bei euch. Nuraka ist sautanky, muss ich sagen. Ich komme, don't die! Wo ist denn die Akali bei euch, ne? Die TP gerade rein, glaube ich. Ich habe hier den Ezreal. Euer kein Clans mehr. Ja, ich kann immer zu meinem Hinter nicht nehmen dürfen. Shit. Oh, schade. Ach, der ist da rüber. Wie stark du bist. Max ist so strong, hä? Ja. Oh. Satorion. Oh! Oh mein Gott. Sweet. What the fuck, Sartorius? Sartorius? Hast du mal League gespielt? Okay. Gespielt, man. 14-jähriger Rookie, man kennt ihn. Okay. Ich gebe es. Kann jemand Nash machen? Ich kann Drake. Jemand Nash machen? Nash ist gerade nicht drin, aber ich mach keinen Drake. Brücke, das muss doch jetzt möglich sein, den Nash zu machen. Du piece jetzt hier nach oben, Sartorius, okay? Ich geb den Wort. Okay, danke. Oh mein Gott, Brücke wird gleich so gegoomba hops vom Ezreal. Look Drake, everyone. Oh mein Gott, ist er bad! Das war wirklich nicht so gut von ihm, ne? Ich habe weitergehetzt. Das war aber auch eiskalt von dir, muss ich sagen. Ja, aber er heißt eiskalt und ich mach's eiskalt. Oh, also. Oh mein Gott. Wer ist der echte eiskalt? Schäm dich, bitte. Also, ich habe letztes Mal ins Stream geschaut. Du kannst mit Shyvana solo Nash machen. Nee, das war Diana. Oh, Diana, ja. Ja. Du brauchst nur 2 Items. Du musst nicht mehr fett sein. Das ist so crazy. Ja. Im ganzen halben Set war kein Champ so cool wie Diana für mich. Ich fand den Diana Champ hat auch geil. So Spaß gemacht. I agree. Diana war insane. Der coolsten Jungler. Oder Echo. Echo fand ich auch insane cool. Diese AP-Jungler snowboarden halt so schön mit Nashers. Ne? Du clearst dann so schnell. Ja, du clearst schnell. Hast so viel Playmöglichkeiten. Das ist mega viel Interaktion mit den Gegnern und so. Oh, schade. Nice. Hier beiden. Nice. Aber Rookie 1v1 den PTA Spike. Let's go. Ich bin schon aus dem Handgelenk geworfen. Bände einfach, oder was? Jetzt müssen wir wieder so lange warten.
Ja, ein bisschen Runde Schach. Kann ich mir mehr Autos anschauen. Spaß. Ist fast nicht besser. Oh mein Gott, was ist das für ein Schaden? Die Idee ist diven? Oder? Was, der Jace sieht sehr racist aus, was? Ich weiß auch nicht, was das für ein Call ist. Leben verloren. Was ist das für ein Call, hä? Ich hab kein Leben verloren. Ich glaube, das ist ein Kompliment. Cool, cool. Jace. Kann man irgendwie erklären, was das bedeutet? Oh, ich glaube, der hat blonde Haare einfach, oder? Also. Skin. Ah ja, und alle Leute mit blonden Haaren sind was? Was ist die Aussage dahinter? Na, wait. Rassisten halt. So wie Eschi halt. Okay, wir beenden die Debatte Haare? Hier und Kani. Jetzt. Was? Jani hat doch blonde Haare. Nee. Nee. Doch? Nee. Blau? Nein. Hä? Ich wollte nur wissen, was für eine Haare meine Freundin hat. Du hast doch Kani. Na, du nicht. Gott, du bist, weißt du, was das bedeutet? Was? Jetzt? Ich mute euch. Hört doch auf zu reden. Und dann auch noch in Bayern. Da oh mein Gott. Dann noch in Bayern. Da kommen wieder eins zum anderen her. Gott, ist das ein Fiebertraum. Weißt du, dann fragen sie, warum wir monatelang nicht zusammenspielen. Was gemeint ist, oder? Nee, was ist gemeint? Was ist denn gemeint, Bro? So, wo kann man jetzt hier... Das waren jetzt die Unbeugsamen. Meldung. NNO Old hat gewonnen. Das war's, war's doch nicht schon. Das war's schon? Wait. Ja. Warte. Die Unbeugsamen... Wait, die haben reportet, dass sie gewonnen haben. Das ist auf jeden Fall. Ah, nee, never mind, ich bin nur dumm. Never mind, nimm's zurück. Aber was heißt Aufgabe? Alle Erfahrung, for sure. Was heißt Aufgabe? Muss ich das abhaken? Nee, nicht aufgeben, nicht aufgeben. Ach so, ah, dass wir aufgegeben haben. Ah, deswegen hat auch die Unbeugsam gewonnen, wenn wir aufgeben. Ah, okay. Nee, warte mal, Leute, wir spielen schon nochmal. Ja, müssen wir ja. Es ist erst 35. Ja, yeah, und es sind ja jetzt noch 16 Teams übrig. Chat, ja, sorry. Kann man hier. Alles gut. Ach, es gibt einen Lowerbreaker. Lowerbracket. Ja, ja. Ah, ja, okay, gut. Ja, Batman TV, dankeschön für den Twitch Prime für den dritten Monat. Oder Gott liebt dich. Oh mein Gott, never mind, das ist Day 2. Es kann doch jetzt nicht vorbei sein nach zwei Games. Es ist 15 Uhr, es hieß bis 17 Uhr. Alter. Nein, es geht noch weiter. Es hat jetzt 1,5 Stunden gedauert. Ja, ich queue mal. Hä, es ist doch noch nicht vorbei. Ich glaube, das war's. Wirklich? Nein! Das kann ja nicht stimmen. Da steht Day 2. Also. Oh doch, Day 2. Nee, ja. Nee. Bei der Fake Your Angel Algorithm, hast du Bock? Nee, ja, nee. Ey, Freddy, du solltest TFT üben. No front. Ich brauch da nichts. Ich kann das jetzt schon. Hä, wie lame. Aber dann wird er morgen sau anstrengend. Wie viele Games haben wir denn morgen? Morgen ist nur ein Best of Series. Wait, stimmt. Aber wenn wir gewinnen, dann ist es nur ein Best of Series. Aber wenn wir verlieren, müssen wir noch. Dann müssen wir noch durchs Lower Bracket. Ah, nee, aber wir werden gleich Best of One. Nee, okay. Ja, oder? Nee, Wenn wir verlieren, sind wir in LB1, glaube ich. Oder 2. Dann sind wir Day 2 Best of One im Lower Bracket. In LB4 irgendwo. LB4 das heißt, 2, glaube ich. Wenn wir verlieren, haben wir den Content Run. Dann wissen wir doch alle, was wir machen müssen. Morgen. Ja. Aber morgen oder heute? Ist dann erst morgen. Das heißt, wir sind einfach jetzt nach 1,5 Stunden, das ist ein bisschen, also das ist das kürzeste Turnier, das ich je gesehen habe. Und ich dachte, es wird eng, dass wir zum TFT-Turnier fertig werden. Das dachte ich auch, ja. Ein okay. LB5-1 sind wir dann. Kann man, wo ist denn die zweite Seite vom Turnierbaum, also was passiert im Winner-Bracket? Kann man das irgendwo sehen? Wir sind das Winner-Bracket und dann einfach runterscrollen. Ist das Lower-Bracket. Ja, aber wer fährt denn zum Finale? Oder in dem Moment, wer qualifiziert sich? Dich für die Liga, Gott, ich bin Bro. So dumm, ja. In diesem Turnier spielen sich nur die 8 besten Teams aus. Und die 8 besten Teams aus dem Baum spielen die Liga. I got it. Gibt es nicht mehrere Qualifikationen? Nein. Es gibt nur eine. Also, die Liga hatte immer schon nur 8 Teams, oder? Oder haben sie für dieses Jahr expandiert? Steht erster Qualifier, legit. Oh. Ja, gut, aber vielleicht ist das. Mehr Qualifier als einen geben und dann sind wahrscheinlich auch schon Teams in der Liga gesetzt, oder? Maybe. Oder wie ist das? Die haben leider keinen Terminplan oder so. Kann ich mir schon gut vorstellen, dass irgendwie so österreichische Teams. Austrian Force Will haben ist auch dabei. Ja, ich glaube, nicht das Main-Team, sondern irgendwie Ice heißen die. Achso, ja, dann. Ah, mit Mattinger, Effortless, Inition. Die kennt man schon. Inition, Junge. Der ist echt als Brücke. Spielt noch? Ja, der jungelt hier für Austin Force, will haben Eis. Nein.
Mit Effortless nicht, dass und Matzinger. In Nischen, das ist ja ein richtiger Geist aus der Vergangenheit. Geist? Der war so vor 10 Jahren mit Frenic und Lurox, glaube ich, die das Trinity der Dog-Jungler. Dog-Jungler. Wait, die spielen gerade gegen DKB Experion. Und bei DKB spielt Shelfmate, Teko Teko, Luke, Erdbeer Erich und Himbert Hugo. Wer sind die beiden denn? Stream von denen jemand? Also ja, actually, dann spielen wir wirklich 8 Wochen lang, ne? 2 Games pro Woche. Ja, das ist doch mega geil, wir wollten doch alle mehr competitive spielen. Ja, ich war mir bloß nicht sicher, ob das halt ein Turnier ist oder halt. Das ist ja wirklich eine Liga, das ist wie Prime League. Ja, das ist eine Liga, ja. Wusste ich auch nicht tatsächlich. Ich glaube, da gibt es sogar Preisgeld. Ja, 2000 Euro und ein Real-Life-Event. Das ist basically einmal Essen für einen O. Sorry. Vielleicht können wir uns dann das Bootcamp leisten. Oh Mann, immer können jetzt so viele Kommentare hier droppen, aber ich glaube, es ist nicht appropriate on stream. Wann geht's morgen los?